Es ist alles total bullisch und dass die Wall Street heute kein neues Allzeithoch erreicht hat, das grenzt für mich fast schon an ein Wunder. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ich fange mal chronologisch an mit diesen extrem bullischen Nachrichten, die wir heute bekommen haben. Die Welthandelsorganisation, das ist Punkt Nummer 1, hat ihre Prognose für den Welthandel abgesenkt, ziemlich deutlich abgesenkt. Das war schon mal echter Rückenwind. Dann hatten wir die Gewinnwarnung von Walgreens, diesem Konzern, der im Dow Jones gelistet ist, weil man sagt, wir haben wahnsinnigen Kostendruck, wir können unsere Gewinnziele nicht mehr erreichen. Das ist eine unglaublich bullische Perspektive auf die nun anstehende US-Berichtssaison. Dann hatten wir die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, die nicht wirklich viel negativ waren, also nicht viel unter Null. Und es sind die Aufträge für zivile Flugzeuge auch nur 31,3% eingebrochen. Das sind ja Klackse, das ist ja praktisch zu vernachlässigen. Dann hatten wir und haben wir das Theater um den Brexit. Der Theresa May tagt wohl schon seit 9 Stunden mit ihrem Kabinett, schafft wahrscheinlich einen Allzeitrekord. Dann haben wir noch so ein paar Schmankerl, wie zum Beispiel, dass der IWF sagt, dass 70% der Ökonomien in der Welt in diesem Jahr in 2019 einen Abschwung erleben. Wir haben zum Beispiel heute die Hausverkäufe in Vancouver gesehen, 46% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. Also all das sind eigentlich Faktoren, die Risk-On unterstützen müssen, die die Risikobereitschaft unterstützen müssen. Und was passiert? Es passiert nicht so wahnsinnig viel. An der Wall Street ist der Nasdaq positiv, der Dow Jones wegen Walgreens. Und auch ein bisschen wegen Boeing, die es mit dem Software-Update wohl doch nicht so schnell hinbekommen. Aber natürlich sind dann alle Probleme gelöst, wenn das Software-Update gemacht ist. Dann fliegen alle wieder, als wäre nichts gewesen. Ist ja völlig klar. Deswegen leidet so ein bisschen völlig unberechtigterweise, muss man dazu sagen, der Dow Jones, während verdientermaßen die Tech-Werte im Nasdaq natürlich deutlich steigen. Der DAX hingegen, der marschiert in Richtung 11.800 Punkte und das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Eigentlich müsste da noch eine Null hinten dran sein bei dieser glorreichen Perspektive, die wir derzeit haben. Ich zeige Ihnen mal noch glorreichere Perspektiven, die wir hier uns anschauen wollen. Zum Beispiel sehr glorreiche. Wir haben hier die sogenannten High Yield Bonds. Wir haben jetzt den geringsten Spread dieser High Yield Bonds, also die geringste Renditedifferenz, den geringsten Risikoaufschlag dieser High-Yield-Bonds zu US-Staatsanleihen seit 5 Monaten. Das ist natürlich wirklich eine ganz bullische Aussage und wir sehen hier, die Renditen für High-Yield-Bonds sind so niedrig wie schon lange nicht mehr. Macht ja auch Sinn, wenn wir möglicherweise vor einem globalen Abschwung stehen, dem natürlich dann ein massiver Aufschwung folgt, ist klar, aber dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine massive Oberkante Unterlippe verschuldet ist und dann möglicherweise die Kreditgeber ein bisschen unruhig werden, weil eben die Wirtschaftslage sich eindrückt. Sehr, sehr bullisch ist auch das, was in Sachen Brexit passiert. Schauen Sie mal hier, das ist die Lagerhaltung von Konzernen in verschiedenen Ländern. Das sind die Briten, die sind massiv nach oben gegangen. Da ist einfach die immense Zuversicht spürbar, dass man sozusagen Vorratslager anlegte seitens der britischen Unternehmen, dass der Brexit mit Sicherheit sich in Wohlgefallen auflöst und alles wieder richtig, richtig gut wird. Dann haben wir in Sachen Welthandel eine leichte Tendenz nach unten, aber das ist nur vorübergehend. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Das wird jetzt dann in nächster Zeit so steil wieder nach oben schießen, so steil wie die chinesischen Einkaufsmanager-Indizes, die ja gerade Skyrocketing betreiben, also wie eine Rakete nach oben geschossen sind. Über die 50er Marke wieder und damit absolute Expansion anzeigen. Dann haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr glorreich, wir sehen hier die Multi-Asset-Volatilität, das sind also Anleihen, das sind Aktienmärkte, das ist der Dollar. Da sind wir etwa bei 1,8%, mithin waren wir also nur oder sind wir nur weniger volatil als in 98,2% der Fälle historisch gesehen in diesen drei riesigen Asset-Klassen, kann man sagen. Auch das ist natürlich ein Zeichen, dass die Welt unglaublich in Ordnung ist. Und wir haben dann leichte Divergenzen zwischen dem Economic Surprise Index, der hier leicht und vorübergehend nach unten zeigt, und dem Global Money Supply sehen wir hier und dem MSCI World Index, also praktisch dem ETF auf die globalen Aktienmärkte. Wer hier eine Lücke erkennt, der muss blind sein, der braucht einfach mal eine neue Brille, meine Damen und Herren. Da muss man jetzt einfach auch mal Klartext sprechen.
und die Dinge beim Namen benennen und sagen, diese Pessimisten, heute zum Beispiel CNBC, dieser Pessimisten-Finanzsender in den USA, immer schlechte Stimmung verbreitend, und die haben heute gesagt, ja, also hier diese Auftragseingänge, Langleger, Wirtschaftsgüter, das riecht ja schon irgendwie nach Abschwung, aber das ist natürlich einfach nur bösartig, das ist kontraproduktiv, denn wir wollen auch, dass die Anleger optimistisch sind und ihr Geld investieren, und dementsprechend schauen wir uns jetzt bullische Charts an, die bullischer kaum sein könnten. Zum Beispiel der DAX, schauen Sie mal, 11.763, nicht mehr weit, dann sind wir hier bei dem Märzhoch, und ja, das ist einfach in jeder Hinsicht bullisch, was da passiert. Ganz bullisch ist der S&P 500, der aktuell bei 2.865 ist, hier in dieser Widerstandszone, die demnächst nach oben pulverisiert wird, so viel ist sicher. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche der Atheisten. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. 26.174, nur kurzzeitig betrübt durch Walgreens und eben das Software-Update, das Allheil-Software-Update von Boeing. Ansonsten aber nur eine kurze Unterbrechung. Das gilt allemal für den Nasdaq, der bei 7.885 ist. Hier nicht mehr weit zu diesem Widerstand bei 7.515 um und bei in dieser Zone. Dann schauen wir uns mal die High Yields an. Hier sehen wir so einen ganz kleinen Rückschnapper. Mithin sind also die Renditen wieder so ein ganz klein bisschen gestiegen, aber eben nur ein ganz klein bisschen. Das ist eine Quantität negligible. Das kann man vernachlässigen, da braucht man eigentlich gar nicht groß drüber sprechen. Wir brauchen auch nicht sprechen über den Euro, der extrem bullisch unterwegs ist, bei 1,1185. Normalerweise ist ja Dollarstärke ein Ausweis dafür, dass alles super, 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 super bullisch ist. Und es muss anscheinend sehr, sehr bullisch sein. Wir sehen das britische Pfund noch bullischer bei 1,3032, weil man eben genau weiß, dass diese Brexit-Geschichte sich in Luft auflösen wird. Das ist sozusagen hier eben eingepreist. Dann haben wir noch Gold. Da sind die Pessimisten ja meistens am Start, so diese Schwarzseher, diese Typen, die immer alles negativ darstellen, ja, da gibt es ja so ein paar YouTuber, die immer nur negativ sind, ja, und da muss man einfach auch mal eine positive Sicht entgegenhalten, finde ich, und deswegen haben diese Pessimisten es auch verdient, dass der Goldpreis hier nach unten geht, das ist ja mal ganz klar. Dann sehen wir Silber auch nur noch bei 15,05 $, na gut, und der Öl steigt aber weiter, weil es ist ja so, dass die Weltwirtschaft sich demnächst, ja, dann im zweiten Quartal, also jetzt, in dem wir ja schon sind, massiv erholen wird. Deswegen ist dieser Ölpreisanstieg natürlich total gerechtfertigt. Und diese Typen, die sich in den Märkten tummeln, die Inflationserwartungen handeln, die sind also total von der Rolle. Denn die denken, dass die Inflationserwartung immer weiter nach unten geht. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil jetzt, wie Larry Kudlow gesagt hat, der nur eine 0,5-prozentige Zinssenkung von der Fed will, weil es eben so toll ist in der amerikanischen Wirtschaft. Da muss man einfach auch mal auf die US-Administration hören. Wir leben in der besten aller ökonomischen Welten, und dass die Wall Street heute sich so ziert, so zicken macht, nicht einfach weiter steigt, das ist ein Wunder, und da muss man einfach mal auch ein Wörtchen mit den Herrschaften reden. Das ist nicht vorgesehen. Wir haben die dovische Fed, wir haben schon morgen sicherlich den Deal zwischen den USA und China, und alles wird gut. Dementsprechend kann das nur eine kurze Pause sein. Da bin ich mir ganz sicher und wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Feierabend, meine Damen und Herren. Bis dann.